Und dann sind wir hier noch bei den letzten zwei Verlagen, und zwar Panini und Ultraverse. Bei Panini habe ich als erstes Trinity Blood mittlerweile fertig. Da bin ich super glücklich. Band 1 bis 20 bin ich echt froh, dass ich die Serie nochmal gekauft. Dann sehr, sehr schnell, bevor die Bände noch vergriffen waren, die letzten, noch sehr, sehr schnell mir angeschafft und fertig gelesen habe. Ich finde die Geschichte immer noch großartig. Ich habe schon sehr, sehr viel zu der Serie erzählt. Würde ich euch vielleicht auch irgendwo verlinken, wenn ich nochmal dran denke. Habe ich, glaube ich, mal in einem Monatsupdate gemacht, weil es geht hier um eine Welt, die ist sozusagen zweigeteilt in eine Welt der Menschen und eine Welt der Vampire. Und ja, die beiden Reiche stehen sich ein bisschen verfeindet gegenüber. Und in der Welt der Menschen geht es um unseren Hauptprotagonisten, den Pater Abel Nightroad. Und der ist halt Abgesandter des Vatikans und rettet eine junge Nonne. Und es stellt sich dann im Laufe der Zeit aber heraus, dass er nicht nur ein einfacher Mensch ist und ja, so schusselig, wie er halt aussieht, sondern eigentlich ist er ein Kresnik. Das ist ein Vampir, der andere Vampire jagt. Und der Manga ist total wirklich vielfältig erzählt. Sehr interessante Geschichte, auch politische Wirrungen. Bisschen Romance ist auch noch dabei, war glaube ich im Anime sogar noch ein kleines bisschen mehr. Fantasy, Sci-Fi, total coole Charaktere. Ich finde den super, super gut gemacht und kann den nur empfehlen. Dann haben wir hier noch die ersten drei Bände von Plunderer, die Sternenjäger. Ich finde die Cover halt wirklich wunderschön. Ich finde generell die Idee von der Story auch richtig cool, dass halt jeder Mensch einen Counter hat, der zählt immer irgendwas anderes. Und wenn dieser Counter auf Null fällt, dann ist der Mensch halt nichts mehr wert und wird dann in so eine Art schwarzen Abgrund gezogen. Und unsere Hauptprotagonistin macht sich auf die Suche nach ihrer Mutter. Ist eigentlich total cool. Die männlichen Charaktere sind auch ziemlich cool, aber die weiblichen Charaktere sind halt absolut nicht gut geschrieben. Aber ja, ich würde den Manga trotzdem weiter sammeln. Der ist halt leider sehr teuer. Und irgendwann mal. Dann habe ich hier ein Band von Helsing, ich glaube, der in der Neuauflage. Ein bisschen was von Spice and Wolf, Band 1 bis 3 und 15, muss ich unbedingt auch mal weiterkaufen. Dann ist hier noch der Rest von Panini und der Beginn von Ultraverse. Conviction Dragnet, die ersten beiden Bände, war ja irgendwie so eine Serie, die mal ein bisschen besser läuft bei Panini. Fand die ganz cool, ist so ein bisschen Crime-mäßig, allerdings teilweise auch ein bisschen langatmig. Und ich bin aber gespannt, wie es hier weitergeht, deswegen sammle ich die auch weiter. Dann Magma of the Sea Blue, der ist so ein bisschen ähnlich wie Hell's Paradise. Also wenn euch der bei KZ gefallen hat, könntet ihr das auch versuchen, auch wenn der auch wieder so ein bisschen so ein abgedrehtere Wendung nimmt, zumindest ab Band 3. Der erste Band hat mir echt ziemlich gut gefallen. Es ist jetzt nach hinten allerdings immer so ein bisschen weniger geworden. Ich müsste auch hier noch Bände nachkaufen, was ich auch machen werde. Ab Band 4 kostet der Manga jetzt mittlerweile 1 Euro mehr, wie immer bei Panini. Und ja, eigentlich finde ich den ganz cool. Geht halt darum, dass ein neuer Kontinent aufgetaucht ist und in dem versuchen sich halt ganz viele Abenteurer, der ist aber sehr tödlich und viele Abenteurer geraten da in Gefahr und unser Protagonist rettet dann halt diese in Gefahr geratenen Abenteurer. Dann gibt es hier noch einen Einzelband, Vitamin, da geht es um das Thema Mobbing, der ist auch richtig gut. Dann Ludwig, der zweite, ist von Yuhiguri, haben wir schon bei Carlsen ganz viel gesehen, ein dreibändiger Boystuff-Manga, der ist auch ganz okay. Dann sind wir bei Ultraverse. Haben wir Kakegurui. Also ich habe bei Ultraverse nicht so viele Kleinformate, aber dafür sehr viele Großformate. 1 bis 11 Kakegurui ist richtig cool. Macht richtig Laune, den zu lesen. Sehr spannend. Unsere Protagonistin Yumeko ist an einer Schule, in der Glücksspiel alles ist. Und sie selber ist halt auch total verrückt und glücksspielversessen. Es gibt sicherlich auch noch eine übergeordnete Geschichte, so mit ihrer, ja, was ihr halt so passiert ist, ihre Familie, bin ich auch sehr gespannt, wenn das mal rauskommt. Dann haben wir hier noch Das Herz einer Hexe, auch ein, wie ich finde, eigentlich ein sehr, sehr schöner Manga, auch so ein bisschen philosophisch, um ein Mädchen, also eine junge Hexe, die lebt jetzt schon seit 400 Jahren, weil ihre Schwester ihr Herz gestohlen hat und sie macht sich halt auf der Suche nach ihrer Schwester, weil sie halt endlich sterben möchte. Und ja, philosophisch, ruhig, auch eine Slice-of-Life-Geschichte mit Fantasy. Schön, hat mir gut gefallen. Und dann sind wir bei den letzten Teilen. Barakamon, Band 1 bis 8. Richtig schöne Slice-of-Life-Geschichte. Hätte nicht gedacht, dass mir der Manga so gut gefällt. Geht um einen jungen Kalligrafen, der auf einer ja sehr einsamen bzw. abgelegenen Insel landet. Und die dortigen Dorfbewohner nehmen ihn total ein.
Und er wollte eigentlich in Ruhe sein Werk analysieren, aber es funktioniert halt nicht. Und da lernt er halt das Leben in diesem Dorf kennen und ist wirklich super, super schön, sehr gefühlvoll, witzig, wirklich eine Empfehlung. Dann haben wir hier noch Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Ich weiß, viele finden den Manga ganz, ganz toll. Ich finde ihn teilweise so ein bisschen langatmig, weshalb ich nicht unbedingt jetzt weitergekauft habe sofort. Finde ihn auch nicht schlecht, aber ich muss ihn jetzt nicht unbedingt haben wahrscheinlich. Dann haben wir hier noch zwei Girls Love rein, und zwar Vampire X Junior. Da fehlt nur noch ein Band, dann ist die Serie abgeschlossen. Hat mir gut gefallen. So ein bisschen ein düsterer, noch so leicht Fantasy-Überbau. Ist echt cool. Und dann haben wir hier noch das ganze Gegenteil, ist ein tropischer Fisch sehnt sich nach Schnee, auch super, super süß, wirklich unglaublich niedlich, ganz ruhig. Und zwei schüchterne Protagonistinnen in einem Aquariumclub, die so mit der Zeit zueinander finden. Dann haben wir hier noch, wie es Miss Beelzebub gefällt, ein Comedy-Manga von der gleichen Autorin wie Das Herz einer Hexe. Ich finde den super. Ich weiß, der ist nicht für alle was. Das ist halt auch Vorpanel, aber ich mag den unglaublich gerne. Um Miss Beelzebub und ihren Kammerdiener. Und ja, das Leben da in der Unterwelt, in einem Reich, wo unsere Miss Beelzebub herrscht, die alles Flauschige liebt und eigentlich echt süß ist. Und dann haben wir hier noch Super Lovers, Band 1 bis 7. Also der damals sehr, sehr gehypte Boys Love-Titel. Ich finde ihn sogar fast eher noch eine ruhige Boys Love-Geschichte, weil einer unserer beiden Hauptprotagonisten ist ja noch relativ jung, beziehungsweise jetzt ist er halt auch schon 16, also so jung ist er dann auch nicht mehr. Und ja, eigentlich vier ungleiche Brüder, die alle ja über unterschiedliche Wege miteinander ja verbunden sind, also sind jetzt nicht alle blutsverwandt miteinander, aber halt dieser Familienkomplex ist eine schöne Geschichte eigentlich, aber ist jetzt für mich nicht der übergrößte Hype-Titel, aber süß. So, willkommen zurück zu meinem Großformatregal. Also Großformat habe ich mittlerweile extrem viele angesammelt über alle vier Verlage, die Großformate gefühlt produzieren. Und dann sind wir erstmal bei ein paar alten Sachen noch. Wie immer ist es hier ein bisschen hallig. Kann ich leider nicht verhindern. Und zwar habe ich diesmal Seiyuu 1 bis 9 hier hingeräumt. Den Manga habe ich euch, glaube ich, auch schon öfters vorgestellt. Ein etwas älterer Manga von Kazuya Menekura. Ich habe den ja nochmal gelesen gehabt und ich mag die Geschichte echt gerne. Unsere vier Protagonisten, die alle irgendwas ja in ihrer Vergangenheit haben, was sie daran teilnehmen, lässt jagen Dämonen, und drei davon sind eigentlich Halbdämonen, aber ja, sie möchten sich halt für Sachen rächen, die in ihrer Vergangenheit passiert sind. Und es gibt auf jeden Fall noch mehrere Fortsetzungsserien. Bei uns sind die leider nie erschienen. Wenn ihr die wollt, könnt ihr die nur im englischen Bereich erwerben. Dann sind jetzt hier, habe ich noch meine Cloverbände mit hingeräumt. Weil die sind halt auch Carlsen und Großformat. Dann die Schneeprinzessin, habe ich ja schon mal gesagt. Ein parabelhafter Kurzgeschichtenmanga von Klemmt, den fand ich auch ganz gut. Und dann sind wir hier bei Wer bist du zur blauen Stunde? Band 1 bis 3 habe ich. Ich finde den Manga sehr cool. Ich bin auch gespannt, wie der Abschlussband hier sein wird. Der zeigt ja das ganze Leben durchaus recht schonungslos. Geht ja um einen jungen Mann, der sich nicht eingestehen möchte, dass er schwul ist und fast versucht, sich umzubringen, dann allerdings in ja der geheimnisvollen Loge der Frau Jemand endet. Und bin ich, ja, wie gesagt, ich freue mich hier sehr aufs Ende. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Und dann sind wir beim zweiten Teil meiner Carlsen-Großformate. Zum einen, ihr wisst ja, Chiro Taniguchis Venedig habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Dann habe ich auch noch von ihm Der Gourmet, den ersten Teil. Ich hoffe auch, dass ich irgendwann mal den zweiten mir noch besorge. Dann Folge den Wolken nach Nord-Nordwest. Ein Island-Krimi sozusagen von Aki Irie. Finde den total schön. Mir gefällt die ganze Stimmung total gut. Ich bin mal gespannt, ob der Manga ja so, sagen wir mal, Action-Mystery-mäßig weitergeht wie im ersten Band oder so Slice-of-Life-mäßig wie eher im zweiten. Geht ja um Kay, der lebt bei seinem Großvater auf Island und ja, erledigt halt, um so sein Taschengeld aufzubessern, verschiedene Aufträge eigentlich. Im zweiten Band hat er mehr so einem Freund aus Japan halt die Insel gezeigt und so verschiedene Sachen erklärt. Dann haben wir noch meine lesbische Erfahrung mit Einsamkeit. Monster, die ersten drei Bände von Naoki Urasawa, bin ich auch sehr
positiv gestimmt dazu. Ich finde Manga richtig, richtig genial. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ebenso wie Requiem of the Rose King. Band 1 bis 9 haben wir da mittlerweile angehäuft. Auch schon ganz schön. Wie gesagt, der Manga wird wahrscheinlich so um die 16 Bände letztendlich haben. Verbindet zwei Historien, Dramen so ganz lose miteinander. Richard der Dritte und Heinrich der Vierte. Und geht um Richard, den dritten Sohn des Hauses York, der angeblich in einem verfluchten Körper geboren worden ist. Und dann halt versucht, sich in den Kriegswirren ja selbst zu finden. Seine Bestimmung oder so seine Daseinsberechtigung auch zu finden. Und dann lernt er halt Henry kennen, den ehemaligen König aus dem Haus Lancaster. Und die beiden entwickeln eine ganz besondere Beziehung. Natürlich wieder zu meinem One Piece Manga. Der ersten Hälfte und hier der zweiten Hälfte. Hier ist es ja jetzt so, also Indies Words liegt jetzt noch dazwischen. Das gucken wir uns dann bei Ultraverse nochmal genau an. Die beiden Regale sind jetzt auch voll. Die anderen liegen halt schon hier rum. Da liegt auch noch ein bisschen Tokyo-Pop-Zeug drauf. Das können wir vielleicht doch gleich nochmal durchgehen. Und zwar der erste Band, Die Braut des Magiers, und der erste Band von Frau Faustwald, die hole ich jetzt nicht nochmal runter. Tokyopop haben wir danach aber noch ein bisschen was. Und hier oben gibt es noch das Lady Snowblood Tryptychon und der drei Bände von Time Stranger Kyoko. Und dann machen wir mal weiter mit Tokyopop Großformaten. Die setzen sich eigentlich alle hauptsächlichstens aus einer Reihe zusammen, beziehungsweise einem Prequel und einem Sequel, und zwar The Breaker und The Breaker New Waves. Ihr wisst es ja, mein Lieblingsmanga, beziehungsweise Lieblingsmann war und gleichzeitig mein Lieblingsmanga in dem Sinne. Ich liebe die Geschichte. Ich bin ja auch super in das Thema so Martial Arts. Das ist halt super auch meins. Es ist auch sehr interessant, wie sich so die Cover vom Prequel zum Sequel hier unterscheiden. Also man sieht, der Autor oder beziehungsweise Zeichner und Autor sind hier für ein ganz anderes Design. Dann letztendlich haben sich dann für ein ganz anderes Design entschieden. Ich finde den Manga halt einfach, Manga großartig. Geht halt um den jungen Shion und der wird an seiner Schule gehänselt und ja, immer verprügelt und möchte sich halt dagegen wehren. Das war erstmal ursprünglich die Story. Und eines Tages kommt halt ein neuer Lehrer an diese Schule, der allerdings gar kein Lehrer ist, sondern sich nur getarnt hat und eigentlich ein Kampfkunst-Großmeister ist. Und ja, Shion lernt halt eine Menge Techniken von ihm. Das war mal der Ursprung von The Breaker. Und bei The Breaker New Waves, ich werde vielleicht den Inhalt mal weglassen, damit ich nicht spoiler. Ihr habt ja, wenn ihr die Bände schon, wenn ihr meine Reviews schon in den Monatsupdates gehört habt, wisst ihr ja, um was es geht ungefähr. Und zwar, dass Shion dann eine wichtige Position in einem dieser Kampfkunstclans einnimmt. Das mal ganz grob sozusagen. Und wie die ganze Entwicklung vonstatten geht. Wir hoffen mal, dass die Autoren, die aktuell allerdings auch mit The Promised Orchid eine wirklich wunderschöne oder wirklich richtig coole Horrorserie am Laufen haben, irgendwann mal den dritten Teil anfangen, damit wir nicht mit 30 unabgeschlossenen Bänden dastehen, weil ich das Tokyopop sehr gerne zutraue oder beziehungsweise halt die Autoren dann gar nicht mehr weiter zeichnen und schreiben. Dann haben wir nur noch diese zwei Serien, und zwar Innocent, Band 1 und 2 habe ich ja angefangen. Ich weiß, was viele Leute an dem Manga finden, aber wie gesagt, mir ist ja eigentlich so ein kleines bisschen so zu explizit, was die Gewaltdarstellungen angeht. Ich finde das ein bisschen zu eklig, das ein bisschen zu sehr über meiner Schmerzgrenze. Deswegen weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Und noch was Süßes, und zwar ein I Love Shoujo-Titel, der eigentlich ein Seinen ist. Miniature Garden of Twindle, der kam ja damals, der ist ja in Vollfarbe mit diesen, ja, so ein bisschen Klappbroschüre, also wirklich eine sehr, sehr schöne Aufmachung hier. War eine süße Geschichte, jetzt nicht das Weltbewegendste, aber hier macht es die Aufmachung eindeutig. Den Manga werde ich auf jeden Fall behalten, weil er so außergewöhnlich ist. Und dann machen wir mal weiter mit Ultraverse. Bei Ultraverse würde ich sagen, fangen wir erstmal an mit den schon besprochenen Indie Sword Sachen. Indies Worlds 1 bis 3. Ich hoffe, dass da der nächste irgendwann mal kommt. Dann Maybe Someday, New York Minute, Father Figure, Equilibrium Side A, Side B und Undertow. Also alles, was in dem Universum, bis auf The Doll, der ist ja jetzt gerade rausgekommen, alles, was sonst rausgekommen ist, und Circle of Fire, der liegt irgendwie auch noch rum. Also auf jeden Fall, ich mag das Indies Worlds Universum sehr. Ist für mich persönlich, ich kann damit besser als zum Beispiel mit Killing Stalking. Also das ist eindeutig mehr mein Fall.
Ich fand auch, manche von den Bänden fand ich halt richtig, richtig gut. Also in These Words erstmal den Plot-Twist zum dritten Band, das war natürlich super interessant. Dann von den Novels kann ich euch New York Minute eigentlich, würde ich sagen, am meisten empfehlen. Der war, also ist ja eine Mischung aus Novel und Manga. Father Figure war eine gute Novel und Maybe Someday mochte ich eigentlich, abgesehen von der Tatsache, dass sie so kurz war, auch ziemlich gerne. Dann geht es daneben weiter mit Yuri und zwar mit der Eclair-Kurzgeschichten-Anthologie, die vier Bände, die bisher erschienen sind. Ich glaube, es gibt bis jetzt eh auch in Japan nur ein Zusatzband noch. Also insofern sind wir schon relativ nah am japanischen Stand. Wie gesagt, Kurzgeschichten zu so eigentlich sehr, sehr, die meisten sehr, sehr leichte Yuri-Elemente. Also ja, wirklich nichts allzu explizites meistens. Dann daneben haben wir Made in Abyss, einer meiner Top, denke ich, Top Ultraverse-Manga. Finde ihn wirklich fantastisch. Der ist einfach so schonungslos, aber dadurch auch unglaublich interessant gemacht. Geht ja um Riko, ein Waisenmädchen, das in einer Welt lebt, in der es halt einen ganz tiefen, eine ganz tiefe Schlucht gibt, einen Abyss. Und ja, wie gesagt, der ist wirklich 20.000 Kilometer oder sowas, war es irgendwie tief. Und ja, um diesen Abyss zu erforschen, da sind ganz viele Höhlentaucher unterwegs. Und sie selber möchte halt auch eine Höhlentaucherin werden, genau wie ihre Mutter. Die ist allerdings verschollen und Riko möchte diese suchen. Und dazu tut sie sich mit Rag zusammen, einem kleinen Roboter. Und ja, was sie so erleben, ist es wirklich unglaublich schonungslos. Wie gesagt, es sind ja auch wirklich sehr junge, das Charakterdesign ist sehr, sehr kindlich, aber es ist wirklich über der Schmerzgrenze zu einem bedeutenden Teil, aller spätestens ab Band 3, 4, also nichts für Zartbeseitete, überhaupt nicht, aber absolut empfehlenswert, super spannend, super interessant. Dann haben wir hier noch die ersten zwei, die anderen stehen wie immer hier, Bände von Keine Cheats für die Liebe, also die ersten zwei heißt in dem Fall Band 6 und Band 7. Einer meiner liebsten Comedy-Manga. Ich finde den wirklich ganz hervorragend. Also ich freue mich auch hier schon, wenn der nächste Band irgendwann mal erscheint. Wie gesagt, ich finde den super, super witzig. Nach Band 1 hat mir Band 5 am besten gefallen. Geht ja um Narumi, die eine absolute Fujoshi ist, Mangas, Doujinshi, alles ihre Welt. Und für sie ist es halt schwer, einen Partner zu finden. Und auf der Arbeit freundet sie sich halt, oder beziehungsweise trifft sie halt ihren Kindheitsfreund Hirotaka wieder. Und Hirotaka ist der absolute Game-Nerd. Und die beiden kommen zusammen. Und es gibt noch ganz viele andere Charaktere. Ist wirklich super witzig. Und ich kann den Manga nur empfehlen. Dann habe ich gerade noch gemerkt, dass ich bei den kleinen Formaten noch einen Schuber vergessen habe. Deswegen ist es mir wahrscheinlich auch nicht aufgefallen. Und zwar ist es dieser. Der Schuber ist eigentlich der von Bis deine Knochen verrotten. Aber die Serie habe ich noch nicht vollständig gesammelt. Deswegen, wie auch bei diesem Schuber hier, immer ganz viel eher Mixwirtschaft. Auf jeden Fall Bis deine Knochen verrotten, Band 1 und Band 7. Aber auch der erste Band von Die Legende von Asphereo, der erste Band von Goblin Slayer. Den habe ich jetzt nur spontan hier reingetan. Und jeweils die ersten Bände von Game Lust ohne Liebe und Daydream Lover. Auch das zwei Serien, bei denen ich potenziell überlege, sie auszusortieren. Aber da ich nur einen ersten Band habe und irgendwie gern noch einen Band davon lesen würde, ich das vielleicht doch erstmal lassen. Und dann schauen wir uns aber auf jeden Fall die Manga an, um die es eigentlich ging. Und zwar diese hier. Da haben wir einmal den Schuber von After the Rain. Ich habe mittlerweile alle Sachen da reingequetscht. Und im wahrsten Sinne des Wortes meine ich wirklich gequetscht. Es passt alles rein. Aber vor allen Dingen diese Eckseite, die ist ein großes Problem hier hinten. Also die ist eigentlich viel zu klein für den Manga. Hier vorne, Schuberbreite ist völlig in Ordnung. Auch in der Mitte stehen die Bände ganz okay, aber an den Außenseiten ist der einfach viel zu eng. Und das ist leider ein bisschen schade. Ich könnte den jetzt nicht mal hier rausholen, wenn ich wollte. Funktioniert leider überhaupt nicht. Also ich kann den auf den Kopf stellen und hier fallen dann ein paar Bände raus und so kriegt dann die anderen auch raus. Aber hätte ich mir ein kleines bisschen mehr Spielraum gewünscht bei Ultraverse, den man zum Beispiel hier hat. Der Schuber ist wirklich gut konfektioniert. Und zwar der von Fullmetal Alchemist. Da habe ich ja bis jetzt nur den ersten Band. Deswegen steht hier daneben auch noch Zwei Zimmer, Küche, Bett, Feder und Weckerband 1 bis 5. Weil der passt da gerade super rein. Ja, also Fullmetal Alchemist sammle ich ja ein bisschen später weiter, wenn ich nicht mehr so viele teure, ja, 20-Euro-Serien laufen habe. Oder beziehungsweise jetzt geht's langsam bald, weil ich jetzt wenigstens RG wieder weg habe.
Ja, auf jeden Fall nochmal ein paar sehr, sehr schöne Serien. Wie gesagt, After the Rain, eine schöne, leichte Romance-Serie. Romance Slice of Life eigentlich. Sehr, sehr angenehm. Fullmetal Alchemist kennt ja eigentlich jeder. Zwei Zimmer, Küche, Bad, Feder und Wecker ist ja eine Girls Love-Serie, die ab Band 3 deutlich angezogen hat mit dem Tempo der Beziehungen, was ich sehr, sehr cool finde, weil die ersten beiden Bände waren so ein kleines bisschen einleitend, ein kleines bisschen ja lahm manchmal, aber die anderen drei waren richtig gut und deswegen freue ich mich zurzeit dann sehr auf die Serie und halt noch die restlichen Bände von Keine Cheats für die Liebe. Und dann sind wir zum Abschluss noch beim Manga Cult. Da hat sich jetzt doch in den letzten Monaten auch ein bisschen was angesammelt, nachdem ich dann, glaube ich, letztes Jahr wahrscheinlich noch keine oder nur zwei Bände oder sowas hatte. Also haben wir auf jeden Fall immer noch die ersten beiden Bände von Gantz. Da möchte ich auf jeden Fall mal weiterkaufen. Das ist so zusammen mit Fullmetal Alchemist so meine Top-Priorität, was so diese teureren Serien angeht. Also da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, weil ich finde die unglaublich spannend. Die ist auch absolut mal was anderes, auch sehr kompromisslos. Und ja, finde die einfach total wirklich sehr, sehr, sehr spannend und actionreich. Dann haben wir Das Land der Juwelen, Band 1 bis 9 mittlerweile. Ich mag die Serie sehr gerne. Ich kann es nicht anders sagen. Also allerspätestens so seit Band 7, Band 8 geht ja hier um eine Welt, also in der es keine Menschen mehr gibt, sondern nur noch Juwelen in, naja, man könnte sagen Menschengestalt so ein bisschen. Die sind geschlechtslos und wird halt ihr Alltag so porträtiert und sie kämpfen halt gegen das Mondvolk eigentlich, weil das Mondvolk sich diese Juwelen schnappt und versucht daraus Schmuck zu machen. Zumindest wird ihnen das halt so gesagt und das ist halt das, was sie so erleben und denken. Im Laufe der Bände, also beziehungsweise im höheren Bandbereich, gibt es dann so das ein oder andere, was dann hinterfragt wird und es spalten sich dann auch verschiedene Allianzen auf und ich finde den Manga eigentlich echt sehr interessant. Das ist wirklich so ein bisschen auch Special Interest, aber das macht ja Manga Cult eh aus. Ich persönlich mag den wirklich gerne. Und dann haben wir hier noch RGB da, Band 1 bis 5 abgeschlossen. Bin ich sehr froh. Ich meine, im Regal sieht die Edition einfach wunderschön aus, aber wie gesagt, die 28 Euro zusammenzubekommen, um die so alle zwei Monate zu sammeln, ist echt nicht einfach. Ich finde die aber wirklich sehr gelungen. Ich bin auch jetzt sehr froh, dass ich die angefangen habe. Von Clamp habe ich jetzt auch erst relativ viel drüber gesprochen insgesamt, weil ich halt die letzten Bände jetzt erst gekauft habe. Da geht es ja um den sogenannten Taishaku. Der hat den Himmelskaiser gestürzt und sich selbst an dessen Stelle gesetzt und ist halt ein tyrannischer Herrscher. Und Yasha, der wirklich einfach ein gutes Herz hat, der sucht halt den letzten Überlebenden des Kriegsgottes Ashura und mit dem zusammen möchte er halt ja diesen Tyrannen vom Thron stoßen. Gibt es wieder, wie üblich bei Clamp, viele Verwicklungen. Ziemlich martialisch, also ja, viel Action. Auch hier, so der erste halbe Band, würde ich sagen, ist noch so ein bisschen einleitend. Danach gibt's aber, geht's richtig los. Fand ich wirklich cool, die Serie. Also hat mir sehr gut gefallen. Dann haben wir noch Golden Kamui 1 bis 4. Das ist so eine Geschichte. Da geht's um den Kriegsveteran Sugimoto. Und in der Wildnis von Hokkaido, halt zu Zeiten des japanischen Krieges, in den 20ern ist es, glaube ich, so, erfährt er, dass es einen riesigen Ainu-Schatz gibt. Er hat auch ein bisschen uneigennützige Gründe, warum er den sucht. Aber dann lernt er ein Ainu-Mädchen kennen und zusammen wollen die halt diesen Schatz bergen. Und da stellen sich denen aber sehr viele gefährliche Leute in den Weg. Auch der Manga hat sehr viel Splatter und Gewaltanteile, auch 18+. Aber sehr actionreich, auch ziemlich unterhaltsam, weil es halt auch viel darum geht, wie halt die Ainu leben, ihre Geschichte und wie sie halt so sich als Naturvolk halt so verstehen. Ist auch, wie gesagt, finde ich alles ziemlich cool. Immer so diesen Mix aus Action und noch so ein bisschen wissenswert. Dann haben wir noch Shoujo Mangaka Nozaki-kun, die ersten drei Bände. Der ist ja der einzige Manga von Manga Cult, der nicht 10 Euro kostet, sondern 7,99 Euro. Ist ein sehr, sehr lustiger Comedy-Manga. Gefällt mir auch wirklich sehr gut. Die Charaktere sind total durchgeknallt. Ist wirklich empfehlenswert. Dann der erste Band in der Limited Edition von Ich bin eine Spinne, na und.
auch eine Isekai-Serie, die fand ich eigentlich sogar ziemlich witzig. Die hält sich sehr an dieses Level-Up-Prinzip, so wirklich wie es bei Computerspielen ist. Ist auf jeden Fall mal, finde ich, dafür auch was anderes. Ist cool, aber habe ich auch noch nicht weitergekauft, bin ich mir auch noch nicht so sicher damit. Und dann Mangakals erste Boys Love-Reihe, Dokyosei, ein Einzelband, und Sotsukyosei ist die erste Aufbaureihe, aber es gibt noch mehrere davon mittlerweile. Mit dem ganz luftig leichten Zeichenstil, auch eher ein leichter Boys Love bis jetzt, fand ich aber richtig gut, weil es halt sehr viel um die Gefühle der Protagonisten geht, auch sehr unterschiedliche Protagonisten, aber auch nicht übermäßig viel Drama. Deswegen kann ich die eigentlich echt nur empfehlen. Dann würde ich sagen, war es das mit meiner Manga-Sammlung. Es gibt einen Anteil an Serien, den ihr jetzt noch nicht gesehen habt. Und zwar sind es meine 5 Schuber von Betum. Die stehen ganz woanders. Die habe ich auf jeden Fall auch noch. Betum ist mittlerweile vollständig. Alle Bände in den Schubern jeweils. Und dann war es das. Ich glaube, das sind alle Manga, die ich habe zurzeit. Kann sein, dass ich wieder irgendwo was vergessen habe. Aber ansonsten. Ja, wenn euch das Video gefallen hat oder die vielen Videos eher, weil das waren garantiert einiges an Teilen, wenn ich so sehe, wie lange ich gedreht habe, 7 Stunden, dann war es sicherlich ein bisschen, sind sicherlich ein paar Parts. Und dann würde ich sagen, muss ich jetzt alles wieder einräumen, was mich nochmal 3 Stunden kosten wird, weil mich das Ausräumen auch schon so viel gekostet hat ungefähr, weil meine Sachen stehen ja normalerweise nicht hier. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder euer Abo da. Und bis dahin. Tschüss.